Und damit hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part von der Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir gehen gleich hier hinaus Richtung Pokémon Center, nachdem wir uns im letzten Part ja den Vulkanorden geholt haben. Mal schon der neunte Part, den ich am Stück aufnehme. Lange nicht mehr so viel am Stück aufgenommen und momentan läuft es bei mir noch. Also ich fühle mich gut und von daher kommen wir weiter hier. Ja, das war klar. Hä? Aber wenn das nicht Danse ist. Ich bin's, Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt auch mein PC-System. Nun, hör zu, da wir uns hier treffen. Wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wär's? Hast du Lust mitzukommen? Nö. Wie? Du bist zu beschäftigt. Nun gut, das Schiff hat auch nicht angelegt. Ich warte am Pokémon Center da drüben auf dich. Wo mich einfach deine Geschäfte erledigt hast. Jetzt weitermachen, ohne auf die Islands zu gehen? Ich meine, warum nicht? Also ich werde definitiv gleich auf die Islands gehen. Ich schätze auch fast, dass die Arena noch so lange verschlossen bleibt. Aber ich bin neugierig, ich will es wissen. Okay. Okay. Ich könnte also anscheinend wirklich weitergehen. Islands scheinen entsprechend nur optional zu sein. Ebenso wären die Seeschauminseln noch zu erledigen. Ha. Aber wir sind ja nicht hier, um das Spiel einfach nur abzukürzen. Na komm, dann quatsch mal Bill an. Du hast mich warten lassen. Bist du bereit, nach Island 1 aufzubrechen? Ja, wenn es sein muss. Nun gut, Leine los. Scheint das Schiff von unserem von meinem Freund ist auch angekommen. Hä? Er hat es extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Also war nett. Whee! Island 1. Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Hallo Celio. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Danse, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Danse, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt's Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Danse, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Faible für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Okay, ich soll also den Meteoriten auf Island 2 bringen. Danse, nimm das mit, wenn du nach Island 2 gehst. Tripass. Es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Meine Karte wurde erweitert, okay.
Ich treffe dich später. Richte dem Typen einen Gruß von mir aus. Okay. Tu dies, tu das, tu jenes. Wie zu Hause. Wenn die Sonne scheint, gehe ich hinaus und betrachte den Vulkan. Das ist meine tägliche Routine. Lass mich nachdenken, wann ist der Glutberg zum letzten Mal ausgebrochen? Na, denk weiter, Oma. Die Jugend wird von den großen Städten geradezu magisch angezogen. Ich will aber für immer hier bleiben. Gut. Richtig was los auf Island 1? Können wir surfen? Ja, wir können surfen. Da, da, da. Schatzgestade. Oh. Sich zurücklehnen und von den Wellen treiben lassen. Ah, ist das wunderbar. Da, da. Leader Crystal. Nebulak wird von Leader Crystal in den Kampf geschickt. Oh. Ja. Let's go, Sumpfralle. Oh, nö. Geht das schon wieder los? Scheiß Konfustral. Surfer! Let's surf on the Nebulak. We tried and we failed. Let's try it again. Das ist nicht sehr effektiv, aber wir sind vergiftet. Das läuft super. Nicht für mich, aber für sie und ihr Nebulak, ihr weibliches. Nebulak? Sollte sich Nebulak noch ein Schleifchen oder so gönnen? Ich bin schon wieder verwirrt, schon wieder getroffen. Ach ja. Probieren wir es noch einmal. Surfer die dritte. Und diesmal sind wir nicht mehr verwirrt. Von daher sitzt es. Und gleich mit dem Volltreffer. RIP Nebulak. Zwirrlicht. Oh, Madame hat ein Faible für Geist-Pokémon. Ja, ist mir gerade noch egal. Let's surf it again. Ah, noch ein Volltreffer. Es wird klug. Ja, weil du vergiftet bist letztes Mal. Turtline. Es wird klug, wird von Leader Crystal in den Kampf geschickt. Okay. Und wir surfen weiter. So. Es tut so weh. Es ist mir so egal. Beutel. 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 Items. Hyperheiler. Und ein Super Trunk. Ja, ist okay. Okay, weiter. So, hier konnte man habe ich immer wieder was finden. Wenn hier die Lücken abgeht. Ich kann hier einfach mal so komplett durch. Schau, ob ich Glück habe. Sieht nicht so aus. Wir treffen aber auf unser erstes Pokémon hier. Kurtel. Kurtel fangen.
an sich gerne, wird aber nicht ganz einfach. Aber wobei, Nidoking könnte das vielleicht reißen. Mein Feuer ist eh geschwächt. Knochen hat's. Ah, nicht Rauchwolke, komm schon. Das ist nicht cool, Kurtel. Ah, das ist vielleicht ein bisschen hart. Ah, und down. Eieieiei. Schatzinsel schreibe ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Steht vermutlich auf der Karte. Basis-Items. Karte. Schatzgestade. Aha. Weg und Blutberg gibt es da oben auch noch. Okay. Dann haben wir Kapkant und Island 2. Bundbrücke und Island 3. Tri-Island-Hafen. Bundbrücke. Okay. Es gibt doch ein paar Gebiete, wo man hier vielleicht auch noch mal was fangen kann. Sneebel. Machen wir mal einen Irrschlag. Ja, ist nicht so gut. Ganz Eiseskälte. In dem Falle würde ich sagen, weg hier. Eiseskälte ist nicht cool. Na gut. Ja, wir machen einen Surfer einsetzen und surfen wieder nach oben. Hier oben ist Island 1, hier dürfen wir also auch noch eins fangen. Könnt natürlich nochmal angeln, das ist auch eine Option. Dann ditschen wir nicht so oft gegen die Wand. Nicht einmal ein kleines Knabbern. Immer noch nicht. Jetzt aber. Ein wildes Schmerbe. Ich würde nicht mit dem Hyperball ohne zu... Na, wobei andererseits. Ich glaube, der Irrschlag macht zwar einiges an Schaden, aber genau so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Mit dieser Verwirrt hätte nicht sein müssen. Wenn sich Schmerbe mich jetzt selbst umhaut, dann ist wieder... Schwerber kann ja Erdbeben. Okay, geht aber. Alles gut. Alles in Ordnung. Beutel. Hyperball. Ich würde Schwerber gerne fangen. 1, 2, 3. Meins. Jawohl. Das ist das erste Pokémon, das wir auf Island 1 gefunden haben. Island... Eins. Toll, Schmerbe wurde gefangen. Es untersucht schlammige Flussbetten mit seinen beiden langen Schnurrhaaren. Sein Körper wird von einem Schleimfilm geschützt. Weiß es nicht. Fischi. Keine Ahnung. Fischi. Okay. Erstmal kurz heilen. La 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 la
Aber schön, dass ich meine Pokémon einlagern kann, aber nicht an sie rankomme. So viel weiß ich ja, dass der PC nicht funktioniert. Hat er ja eben quasi auch gesagt. Glühweg. Yes, wir wollen surfen. Wir finden uns immer noch im Glühweg. Wir dürfen dieses Traumato fangen. Glühweg. Naja, ist okay. Meteorologe. Hast du das Wetter geändert? Oder wie? Oder was? Nö. Oh, dann weiß ich auch nicht, was das gerade soll. Irgendwas füllt einige HP. Okay. Du generierst also bei Regen. Faszinierend. 1, 2, 3. Traumauto. Ein Nachfahre des legendären Tieres Baku, das der Legende nach Träume fraß. Dieses Pokémon ist ein begnadeter Hypnotiseur. Tomata. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Das ist der Glühweg. Einfach mal durchrennen. Fangen dürfen wir eh nichts mehr. Hallo Ditto. Das ist schon eins von deiner Sorte. Eins werde ich wohl nicht brauchen. Doch Schlag. Ditto setzt Kopfnuss ein. Was? Ja, wir wissen, dass es regnet. Mach hin hier. Babam. Gar nicht so übel, das Ditto. Haha, jetzt bist du verwirrt. Durch. Es regnet weiter. Die Spannung steigt. Der Showdown zwischen Rübenkopf und Ditto. Rübenkopf gewinnt. Ein unfassbar fesselndes Match war das. Okay. Das ist so typisch. Alles schmeckt großartig, wenn du in der Natur bist. Flunkiefer! Das ist natürlich blöd gelaufen. Der Kopf an der Spitze kommt hier nicht so gut. Wir wechseln auf Feuer, auch wenn Feuer gerade geschwächt ist. Kiss mit Wunsch. Flunkiefer wählt Kiss mit Wunsch als Vorhersehung aus. Es regnet weiter. Flammenwurf! Sehr effektiv! Magneton. Eieiei. Jetzt packst du aber aus, ja? Wie gesagt, beim aktuellen Wetter sollte ich auch nochmal sicher gehen hier. Und dann nehmen wir doch lieber Fünkchen, der hier für ganz, ganz klare Verhältnisse sorgen wird. Drachenklaue. Macht mir aber nichts. Okay. Metang. Nö. Es regnet weiter.
Ja, jetzt kam irgendwie der Quiz mit Wunsch und das kam nicht durch. Irgendwie so. Dein Spezialangriff steigt, ja, das ist Spezialverteidigung, das wird da schon interessanter Metang, aber ich glaube, was gegen das Feuer hier nichts entgegenzusetzen, zumal es ein Volltreffer ist. Jawohl. Vergeigt. Ja. Yeah. Okay, wir gehen noch ein Stück. Nee. Gut, mit einem Blick auf die Uhr muss ich feststellen, es ist schon wieder soweit. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Dementsprechend schauen wir uns den Blutberg oder wie das Scheißding da oben heißt im nächsten Part an. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.